So, willkommen zurück zur Alchemie Klassik. In der letzten Folge hatten wir eine Hebepumpe erfunden, und zwar Ölfeld und Pumpe. Säugetiere hatte ich das letzte Mal probiert, da bin ich ein bisschen gescheitert. Guck mal erstmal, Kokosmilch klingt ja leicht. Kokosschale und Mineralwasser? Nein. Okay, dann Kokosschale und Wasser. Wasser und Kokosschale ist Kokosmilch. Gut. Fließband. Okay, Fließband sollten wir doch hinbekommen. Das könnte ein Leitungssystem. Oh, das sieht doch viel besser aus. Passt hier zusammen? Nein. Werkzeug. Windmühle, nein. Schiff. Fließband. Bambus. Luft. Glas. Steinaxt. Warum eine Steinaxt ist ein bisschen zu früh. Was hätten wir noch? Was irgendwo Sinn ergibt. Gummi. Nein, kein Gummi. Luft. Ah, scheiße, Luftkissen wurde wieder erfunden. Okay, nichtsdestotrotz, Fließband. Wasser ist es nicht. Wind. Nochmal kurz, Fließband. Kann es sein, dass zweimal Wind dabei war? Ach nee, das eine ist Luft, das andere ist Wind. Okay. Fließband. Gummi. Oder Kautschuk. Okay, ich bin ein bisschen überfragt. Ich nehme mal Hilfe in Anspruch, und zwar Metalle. Okay. Ich sehe noch kein. Doch, hier oben. Fließband. Kreissäge. Hier ist die Säge, und haben wir ein Rad? Nö. Eine Dampfmaschine aber, die nichts bringt. Hier hätten wir einen Wagen. Er bringt auch nichts. Eine Säge und eine Windmühle. Das klingt zwar eher nach Sägewerk, ist es auch nicht. Säge und Fließband. Macht eine Kreissäge. Okay. Dorf. Okay. Dorf werden wahrscheinlich eine Hütte sein und noch eine zweite Hütte.
geschafft. Sägewerk. Wo ist die Kreissäge? Hier. Und ein unvollständiges Haus. Kreissäge. Bernstein. Okay, das müsste Harz sein. Harz und verdammt viel Zeit. Haben wir Druck? War das Druck? Nee, das ist die Dampfmaschine. Bernstein. Gut, wir probieren es mal mit der Dampfmaschine. Ausstellungsstück. Bernstein. Harz im Wasser. Harz und Wasser. Hopp. Weiter geht's. Wolfram, also bitte. Mikroskop. Machen wir erstmal das. Mikroskop und irgendwelche Bakterien oder Zellen. Nicht so genau hingeschaut. Gasmaske. Aktivkohle und Gummi. Wieder was gelernt. Eine Flöte. Wo sind die Bambusröhren? Röhren. Flöte. Sehe keine Röhre. Er macht sich eine Flöte. Schwierig. Wobei es gab auch Knochenflöten. Luft. Nein. Ach, das ist Wind. Flöte, Flöte, Flöte. Wolken. Flöte. Knochen und Holzstücke? Nein. Oh ja, Werkzeug. Damit kann ich doch astreine Flöte bauen. Werkzeug und Ebenholz. Ich habe schon wieder vergessen, aus was Ebenholz gemacht wurde. Ein Schlauch. Okay, dann machen wir hier einfach Gummi drum. Jawohl. Kanalisation. Oh, komm, wir müssen mal irgendwann die Säugetiere erforschen. Und das machen wir mit Hilfe. Eis. Eis. Okay, Eis. Ja, logisch. Die meisten Säugetiere oder alle sind doch Warmblüter. Die steuern selber die Körpertemperatur, was so Reptilien nicht so gut können. Die müssen sich dann in die Sonne setzen.
Okay, ich bin blöd. So weit um die Ecke habe ich nicht gedacht. Würmer. Würmer. Kompost und Schnecken. Nein. Was hätten wir denn noch? Kompost und Eidechsen. Erde. Erde und Schnecken. Erde und Schnecken werden Würmer. Haustiere. Okay, da würde ich sagen. Das unvollständige. Nein, das richtige Haus. Und Säugetiere. Haustierhaltung. Oh Gott, oh Gott. Und weiter geht's. Elefanten. Okay, was habe ich denn da zur Auswahl? Säugetiere und ein Schlauch. Wo ist der Schlauch? Komm, hier ist der Schlauch. Jawohl. Okay, das ist kreativ. Schnabeltier. Okay, Schnabeltier. Schnabeltier ist eigentlich ein Säugetier mit einem Schnabel. Hat, glaube ich, Schuppen. Ja. Hätten wir auch Vögel. Vögel. Haus. Nein. Pterodaktyl. Und haben wir Wald zufällig da? Wir haben Palmen. Nein. Harz. Nein. Okay, Luft. Jawohl. Vögel erschaffen. Wasservögel. Okay, erstmal wieder den Vogel finden hier. Und Wasser. Wasservögel. Holzwurmmade. Würmer und Holz. Wasseramulett. Okay. Möwen. Da würde ich sagen, Wasservögel und die Tropen. Nein. Okay, Wasservögel. Und ich hätte gesagt Meerwasser. Ich sehe aber kein Meer. Oh, ich bin wieder blind. Ah, vielleicht fliegende Fische und die Tropen? Nee. Wasservögel. Scheiße. Und Bäume. Luft. Wasservögel und Luft macht wieder eine Möwe. Jawohl. Wurmkompost. Kompost und Würm. Ma. Daumen. Gut, Erdferkel.
haben wir noch was anderes? Sand vielleicht? Nein. Schade. Erdferkel. Wald. Säugetiere und die Tropen. Irgendwo noch was mit Erde. Sedimentgestein? Nein. Erdferkel. Salz. Oh, komm. Ich muss mir doch irgendwie eine Idee aus den Rippen leiern können. Okay, wir probieren es einfach nochmal mit dem Schnabeltier hier. Wobei Säugetiere. Wenn ich die mit Holzwürmern kombiniere, ergibt sich da überhaupt nichts. Erdferkel. Reste einer unbekannten Lebensform macht eine Gasmaske vielleicht für die Säugetiere, nein. Gewitter. Haltungssystem. Ein Schlauch. Ach scheiße, jetzt haben wir einen Elefanten wieder. Oh Gott. Das war falsch. Gut, ich glaube, dann beende ich hier erstmal diese Folge. Oh, mir tut schon alles weh. Tschüss, ciao, bye bye.